Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group, and they have the big shell under complete control. $30 billion. What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person, in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have two mission objectives. One, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And two, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good.
Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit. In Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Nachdem der Tanker mit Snake drin gesunken ist, befinden wir uns jetzt auf der Big Shell, einer riesigen Ölbohrstation, die errichtet wurde, weil der Tanker eben untergegangen ist, um Schäden durch das Öl zu vermeiden, einzudämmen und so weiter. Snake ist ja offensichtlich gestorben, zumindest ertrunken, wir wissen es nicht genau. Und trotzdem spielen wir anscheinend jemanden, der am Anfang Snake heißt, jetzt umbenannt wurde in Raiden. Allerdings sieht er vom Körper her irgendwie nicht aus wie Snake und er hört sich auch nicht an wie Snake. Von daher bleibt die Frage, wer dieser Kerl, den wir hier gerade spielen, eigentlich ist. Wir sind hier eingedrungen in die Big Shell, weil sie belagert wird von einem Terroristenteam, das sich selbst Dead Cell nennt. Und die wollen $30 Milliarden haben, Lösegeld. Und halten zudem auch noch den US-Präsidenten James Johnson gefangen. Ja, und unsere Aufgabe ist es jetzt, den da rauszuholen. Und das werden wir auch tun. Wir gucken uns hier aber erstmal um, ob wir hier irgendwas finden. Die Sicht ist durch den scheiß Helm natürlich ein wenig beschränkt. Aber das sollte ja kein Problem sein. Ah, seht ihr, hier haben wir schon zum Beispiel eine Ration liegen. Das ist ja schon mal sehr nett. Ah ja, da müssten wir hin. Da liegt nämlich eine Waffe für uns. Die M9, wie man sieht. Das die Betäubungspistole. Weil wir haben mal wieder nichts. Wir sind mal wieder ohne etwas gestartet. Ja, und der Colonel aus Teil 1 ist anscheinend auch wieder zurück, wie wir gerade über Funk gesehen haben. Und er begleitet Raiden auf der Mission. Das und unsere Taten, die wir jetzt dazu anbringen müssen, das sprechen natürlich dafür, dass Raiden auf jeden Fall zu den Guten gehört. So, Moment mal. Wie komme ich denn jetzt nochmal da rein? Ich glaube, da muss ich von außen, ne? Ja. Irgendwie so komisch von außen. Erstmal ins Wasser. Okay, das geht so nicht. Ah, hier kann man auch noch lang. Okay. Ja, da musste ich mich doch irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich mich da auch hochhangeln kann oder ob ich es irgendwie anders machen muss. Nee, so ging es nicht. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. When you're on the surface, you can swim in corresponding directions using the up, down, left, and right movement of the left stick. Push the punch button to dive down from the surface. Vielen Dank. Dann wissen wir das jetzt auch. Nee, gut, warte, so komme ich, also vom Wasser aus komme ich auf jeden Fall nicht da dran. Muss ich dann nicht einfach, ach so, ja. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Zack, seht ihr, da sind wir schon. Und da haben wir schon unsere Waffe. Jiha. Denn ohne Waffe würde ich da auch nicht gern lang. Vor allen Dingen, weil unser Auftrag ist ja, die Terroristen zu stoppen und zu entwaffnen, wie der Colonel so eloquent gesagt hat. Aber gut, so, dann haben wir jetzt schon mal das Wichtigste hier im Raum. Dann gucken wir uns noch hier um, ob wir hier irgendwas Interessantes finden. Wie eine Ration zum Beispiel, von denen kann man ja auch nie genug haben. Vielleicht doch mal um.
Okay, das ist nichts mehr. Aber hier haben wir dafür noch ein bisschen Munition für die M9. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und wir haben Schlaggeräusche. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They've become a band of mercenaries, an army without a country. Genau, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Das hier spielt jetzt im Jahre 2009. Das mit dem Tanker war 2007 und der erste Teil, also Twin Snakes, hat 2005 gespielt. Das heißt, wir sind jetzt 4 Jahre nach den Ereignissen von Teil 1 und 2 Jahre nach den Ereignissen vom Tanker. Und ja, offensichtlich sind hier böse Leute, aber ich habe hier gerade eben was gesehen. Okay. Seht ihr das? Diese Schrift, die ist ein bisschen verpixelt. Aber guck mal, da steht Metal Gear 2 Guns of Patriots. Und Guns of the Patriots heißt eigentlich Metal Gear Solid 4. Ist das irgendein Easter Egg, was ich nicht verstehe? Jetzt frage ich mich natürlich, ob es das auch im Original PS2-Spiel schon gab. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay. Hier scheint niemand zu sein. Ups. Okay, dann gehen wir mal weiter. There's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator, a node. Did you say nerd? Not nerd, node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Okidoki, werden wir. Ich werde mich mal kurz um die Wachposten kümmern. Die sind nämlich nur K.O. geschlagen. Von irgendjemandem. Der noch mit uns hier eingedrungen ist. Man hat jetzt auch fast gar nicht erkannt, wer es war. Wir rätseln natürlich noch. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system.
The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Ja, es fühlt sich also gerade so an, als würden wir alles von Grund auf nochmal neu beigebracht bekommen. Der Typ, den wir spielen, Snake, ich mache jetzt mal Anführungszeichen, scheint auch ein völliger Neuling zu sein, weil er redet immer nur davon, dass er so viele Missionen im VR-Training, also im virtuellen Training, beendet hat, aber noch nie wirklich hier im Einsatz. Naja, wir werden sehen. Ja, und was es jetzt wirklich mit diesem Note auf sich hat, wovon er erzählt hat, mit dem Radar, werden wir im nächsten Teil erfahren, weil wir müssen jetzt hier erstmal einen Cut machen, aber dann geht es sofort weiter mit Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Also, bis dann. Ciao.